So, hallo, meine Beine schlafen ein. Wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2. Ich glaube, im letzten Part habe ich Jump gesagt. Bin natürlich dumm. Ihr wisst, was ich meine. Wendy's Frosty Fortress von Wabaross ist das nächste Level. Sir, this is a Wendy. Und es hat 44... 0,44%. Was nicht so gut ist. Mal gucken. Okay, ich kann schon mal hier nicht abkürzen. Schade. Aber ich krieg einen Ball. Der Hintergrund, wenn das über so gespammt wird. Oh, ja. Der Hintergrund, wenn es so gespammt wird, tut immer irgendwie ein bisschen im Auge weh. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich finde den nicht schön. So als Deko finde ich ihn gut, aber wenn er so gespammt wird und es nur dieser Hintergrund ist, tut es im Auge weh. Ich werde mich nicht lange in dem Level aufhalten. Allein schon wegen dem Hintergrund. Das. Oh. Ach Mensch. Ich brauche die Kugel auch nicht mitnehmen. Das ist völliger Quatsch. Ist hier was versteckt? Schade. Ach Mensch. Ich schieb's auf den Hintergrund. Das kann ich jetzt nicht auf den Hintergrund schieben. Weil da war er noch nicht. Schade. Was? Es ist doch nicht so schwer, unter dieser dämlichen Stachel durchzuspringen. Ist es denn mein Ernst? Ist das denn mein verdammter Ernst? Das Ding ist halt... Okay, ich habe jetzt schon was gemerkt. Dadurch, dass es rutschig ist in dem Level, du läufst nicht sofort auf dieser Plattform los. Du hast Probleme loszulaufen. Na, weil du ja erst so anrutscht, sozusagen. Das macht es tatsächlich etwas schwieriger, da vernünftig rüberzukommen. Aber jetzt haben wir zumindest das mal hingekriegt. So, was jetzt? Mehr Plattformen. Ach, ist, nee, sorry, mich regt das. Alleine diese Eisphysik, dass du nicht sofort loslaufen kannst, das macht es so unkoordiniert. Ich meine, die Zahl spricht für sich. Muss jetzt nicht sein. Clone Piece System from the Indie Game Tohu Moraine. Tohu. More Info. Ach so. Level Infos. Ah. Okay, ich bin gespannt, ob ich es kenne. Pierrot of Star Spangled Banner. Okay, danke für den Checkpoint. Jetzt war ich irgendwie von der Musik im Flow und dann habe ich komplett vergessen zu springen. Fail. Oha! Ich war zu langsam.
Wahrscheinlich, weil ich dem Ludwig erst aufs Gesicht gesprungen bin, aber es wollte, musste ich einmal machen. Einmal musste das einfach sein. Sehen, wo ich gestorben bin. Bin ich zu hoch gesprungen? Checkpoint und Schlüssel. Also jetzt nochmal den Anfang wahrscheinlich. Ja. Okay, kriegen wir hin. Ah, cooles Lied. Und das war's. Schwitz. Huh. 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 Nice. Also Devory, definitiv eine der besten Entdeckungen auf Mario Maker. Buzz on, Buzz off. Das klingt unangenehm, aber die Prozentzahl sagt, dass es gar nicht so unangenehm ist. Okay, wir müssen wieder keinen Checkpoint dürfen. Also wir haben wieder keinen Checkpoint. Wir müssen wieder ohne Checkpoint auskommen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Danke. Aber ich meine, ich kann mir den zurückholen. Leider falsch. Was ist eigentlich da oben? Aber schon wieder die falschen 50%. Das gibt's doch nicht. Danke. Auf dem muss ich bestimmt reiten. Wait, what? Hä? Ich check gar nichts. Wait, was macht die Tür? Die resettet. Oh, wait, ich muss den nutzen. Oder was? F. Ich brauch den Typ, oder wie? Ja, aber... Ah, Moment. Ah, ich nehme das nicht mit. Ich dachte, vielleicht kann ich den auslösen, ohne hier so ein Viech zu bekommen.
Ne, ich löse den auch so schon aus. Ach, ich bin doch... Ich kann ihn ja so auslösen. Das war ja komplett lost jetzt von mir wieder. Wow. Ich muss ja gar nicht da drüben reinschmeißen. Ich habe ja hier auch... Jetzt passt die Geschichte. Und jetzt fahren wir nämlich... Ah, ich muss den aufheben. Verstanden. Ich muss den aufheben und dann da rein donnern. Und dann geht's da unten aber weiter. Das heißt, so wie ich das vorhin aber hatte, wenn hier der rot ist, so kann ich mir zumindest mal den Fortlauf des Levels angucken, weil ich muss dann eh hier unten entlang. Jetzt müsste ich auf dem weiterreiten und dann hier das Ding auslösen. Okay, dann kann ich aber so, kann ich den Anfang aber breaken? Habe ich nichts dagegen. Ich hab den ja sogar dann schon dabei, den ich brauche. Und kann ihn einfach dagegen donnern. Ich hätte mich ducken müssen, ja, ist egal. Dann muss ich hier drüber springen und dann geht's hier weiter. Und dann muss ich da wieder einen mitnehmen. Okay, und dann müsste es vier Abschnitte geben, weil da oben waren vier Türen. So, komm her. Dann hat man hier nämlich eigentlich die Zeit, um den zu holen. Was ich gar nicht mehr machen muss. Stattdessen muss ich den holen. Ah! Ja, dann kann man von vorne anfangen. Okay. Also es ist schon der dritte Abschnitt. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Macht halt die Stelle hier einfach. Wäre wahrscheinlich nicht so schwierig, aber... Müssen wir gar nicht ausprobieren, ob es schwierig wäre. So. Man! Not like this. Nice.
Das hat gedauert. What? Hitbox, please. Was machst du denn? Alter. Ich hoffe halt, der vierte Abschnitt ist dann nicht die Hölle. Man weiß es ja nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte, ich lande auf dem Viech drauf. Ich hasse alles. Alter. Lass mich Ruhe. Warum auch immer den jetzt nicht sofort hochgehoben hat, ich weiß es nicht. Wie lange nehmen wir auf? 16 Sekunden, okay. Ah! Ah! Danke. Ich hab da was vergessen. Ups. Vor lauter Rumalbern habe ich keinen Supersprung gemacht. Man hat jetzt übrigens sehr schön gesehen, wie man die Geschwindigkeit von dem Teil beeinflussen kann. Wie ist denn der da drin gelandet? Der war ja sonst nicht da. Hä? Auch interessant. Wunder geschehen. Wir haben es gesehen. Wow. Rutsch mir doch den Buckel runter, Alter. Das war knapp. Okay, so geht's auch. Kommen wir jetzt endlich mal hier durch. So, jetzt ist neu. Keine Ahnung, was... gewusst hätte, dass da das Ziel kommt. Das ist doch jetzt nicht wahr. Ach, das ist doch jetzt nicht wahr. Da kommt da einfach das Ziel. Ich pack's nicht. Ja, krieg ich den Pilz vielleicht wieder?
Ey, ich pack's nicht. Ich pack's nicht. Na, dann danach kommt einfach das Ziel. Das ist das komplette Level. Das ist das komplette Level. Das ist ja super kurz. Was mache ich denn? Ah, oh, der Einzige, der in dem Level sich anstellt, bin ich selbst. Jetzt bin ich echt sauer, dass ich das Ziel gerade versaut habe, ne? Wir hatten's. Ah. Oh. Ey, wir hatten es. Das ist so ein Unfug einfach nur, den ich gemacht habe. Ich war so überfordert, dass da das Ziel ist, dass ich einfach komplett versagt habe, aber komplett. Oh mein Gott. Toll. Riechen, dass hier nach einfach Schluss ist. So, das ist alles, das war's. Ich hätte einfach drauf stehen bleiben müssen. Ich hätte einfach drauf stehen bleiben müssen. Aber das wusste ich ja nicht. Ich dachte, da kommt halt noch ein vierter Abschnitt. Oh. So ein sinnloser Treffer am Schluss, ey. Okay, noch ein Musiklevel. Ah, das wird schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kenne das Lied nicht, aber es muss ein Basketball-Anime sein. Hä? Ah, nicht springen. Ran. Da steht es extra. Ja, moin. Das hat nicht funktioniert. Alter. Okay. Nice. Schönes Lied. Kenne ich nicht, aber schönes Lied. Boah. Okay. Dann würde ich sagen... Hä? Hat mir irgendwie Mountain nicht schon mal? Ah, das war diese Stream-Version. Ist das jetzt vielleicht abschnittsweise? Oder ist das auch so schlimm? Get over it, ja, ja. Ist das das gleiche oder was hat er jetzt hier gemacht? Also ist auf jeden Fall dieses Level.
Es ist dieses Level, aber es ist nicht mehr die extra fun Stream-Version, sondern was ist es jetzt? Außer, ja, wow, ich bin halt lost. Hä? Was ist an dem Level jetzt anders? Oh, es war knapp. Das war so knapp. Außer dass ich jetzt hier hochkomme. Holy shit, ich habe diesen Sprung geschafft. Okay, what now? Darüber. Das machen wir aber mit Anlauf. Oh shit! Jetzt ist der weg. Nein, jetzt ist der weg. Ich komme da nicht mehr rüber, ne? Ich meine, ich habe dieses Ding hier noch, aber... Das hat mich ja noch nie gerettet. Ja, schade. Okay. Okay. Immer wieder runterfallen ist dann halt nicht so cool. Aber wir haben den einen Sprung geschafft. Das ist ja auch was. Ein Grand Pound Cancel Castle. Das brauche ich ja gar nicht versuchen. Wie Karis, so leid es mir tut. Das brauche ich ja gar nicht versuchen. Das ist dann natürlich... Wofür steht TCP? Also Team und dann CP. Meistens. Oh, no. Was soll ich da machen? Ich muss da runter. Ach so. Also da muss man hier schon anfangen zu canceln, die Stampfattacke. Das kann ich nicht. Aber ja, okay, jetzt ist hier diese weiße Fahne. Also die weiße Fahne zeigt, man hat ein Level gespielt, aber es nicht geschafft. Wait, wieso ist jetzt hier die weiße Fahne und da nicht? Ich habe doch beides gespielt. Ich bin hier nicht einmal gestorben, ich bin einfach raus. Das ist es. Verstanden. Verstanden. Gucken wir uns noch das UNO-Mars-Level an. Ja, kommt, die Zeit haben wir noch. Das dürfte kurz sein. Hidden Coin. Was? Also ich will das doch auslösen, oder? Ja, so kann ich es natürlich auch auslösen. Ja, jetzt kann ich hier keinen Wandsprung mehr machen. Ah ja, wie geht das denn? Au, habe ich irgendwie eine Anleitung verpasst? You use the above three methods to get a hidden coin in the distance.
Be above. Hat er Kommentare dazu geschrieben? Nein. Bin ich dumm? Ich meine, andere verstehen das Level ja anscheinend. Ich meine, das habe ich ja offensichtlich nicht richtig gelöst, ne? Ich springe aber, also ich kann ja nicht mal richtig rechtzeitig springen. So, das geht, es reagiert ja gar nicht. Ja, irgendwas mache ich doch völlig falsch. Vor allem, dann wäre es ja kein Uno Mas, ne? Wenn es jetzt nicht... Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Ich verstehe nicht, was ich machen soll. So, der Pfeil nützt mir nichts. Es nützt mir alles überhaupt nichts. Ich verstehe die Anweisung nicht. Das hat mit Uno Mas ja nichts zu tun, dass sie mich hier anstellen. Und normalerweise zeigt das ja Ereignisse. Das ist ja eigentlich so Level, die zeigen so eine, ja, nicht Glitches, aber so Tricks. Aber das ist ja kein Trick hier, den Block zu aktivieren, wenn man da Anlauf nehmen muss. Hä? Ah, ich bin durch die Tür gegangen. Lost. Ich meine, ja, klar. So komme ich auch an die... Okay. Ah, ich verstehe jetzt nicht, was daran Uno Mas ist. Das verstehe ich jetzt nicht. Was daran Uno Mas war. Aber gut. Lol. Jetzt aber danke fürs Zuschauen. Und tschüss.